Salve, guten Morgen, ne? Wie voll im Rumbrüllen, Alter. Oh Mann, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 6:37 Uhr. Also, ne? Der Termin, man sieht schon, ja, draußen ist hell, ich konnte eigentlich schon das Licht hier ausmachen, aber ich bleib lieber noch ein bisschen so in Verschlossenheit, weil ich fühle mich eigentlich wohler, wenn die Gardinen zugezogen sind. Und ich wollte jetzt mal wieder Tacheles gesprochen haben. Ah nee, es ist, was heißt, ach nee, ja, es ist echt, also wir haben uns auch jetzt die Nacht über, saßen wir mit drei Mann halt, also zwei Freunde und ich, wir saßen zusammen, haben halt in den Geburtstag von jemandem reingefeiert. Und im Grunde genommen waren ich und der eine Kollege uns nur unterhalten gewesen. Und ja, hinterher kam der Bass, der hat sich dann mit auch mit integriert irgendwie in das Gespräch noch. So, aber im Hauptgrunde waren wir eigentlich nur so im Dialog gewesen. Aber ich fand das auch sehr erquickend, sehr gut. Tat mir auf jeden Fall sehr gut, auf jeden Fall auch. Weil ich halt, wie gesagt, ich lebe halt ja nur mit meinen Eltern so zusammen. Ich habe hier Kontakt mit meiner Schwester und so. Aber mir fehlt das halt auch ein bisschen so halt Freundeskreis, Clique oder sowas, weißt du, so. Ich bin halt früher in Gemeinschaft halt groß geworden und so und ich kenne es halt nicht anders und so und ein Stück weit habe ich mich eigentlich halt an diese neue Realität halt gewöhnt, so wie mein Leben jetzt halt ist. Wie gesagt, ich habe halt auch mit manchen Sachen halt abschließen müssen und akzeptieren müssen und so wie es halt ist. Wie ich schon vorhin geschrieben habe, so, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was oder, ne? Ist halt eben leider manchmal so und das musste ich auch jetzt in dieser Nacht den einen Kollegen von mir auch erklären, weißt du, so und dem auch sagen, so, ey, es ist viel besser für dich, wenn du halt in diesem Moment, wie jetzt gerade eben, einfach halt das genießt, was du hast und dir nicht so viel Gedanken machst, was in 10 Jahren oder in 20 Jahren ist, auch wenn das halt, ich lobe das auf jeden Fall sehr, weißt du, so, wenn du dir auch Gedanken machst, darüber und so, aber so weit sind wir noch nicht, weißt du, so weit kann so viel passieren und das ist halt genauso wie das Phänomen einfach halt, dass es halt auch irgendwann mit der Erde halt zu Ende ist. Unsere Sonne, die wird irgendwann explodieren, in sich kollabieren quasi, zum kleinen Kristall werden oder sowas. Und das Sonnensystem wird dunkel. Dann wird auch kein Leben mehr auf der Erde sein, dies, das und was weiß ich. Und vielleicht werden wir auch vorher schon alle verbrennen quasi. Wer weiß halt, wie sich das jetzt auch in den nächsten Jahre macht mit dem Wetter. Und ich finde es persönlich halt. Ich versuche gerade eben mal das Handy hier abzustellen. Ich wollte mir jetzt den Kippe stopfen. Stell dich mal hier hin. Auf jeden Fall. Hat mit manchen Leuten auch. Ich habe schon damals schon geschrieben gehabt, so am besten ist, hier kommentiert gar nicht bei mir und so auch. Ich versuche mich auch immer zurückzuhalten und so weiter mit meinen Kommentaren, aber dann sehe ich was und dann. Nee, ich muss wohl schon was dazu schreiben. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Ich versuche mich aber auch schon, wie gesagt, halt so auszudrücken, dass ich nicht einen direkt wieder so, weißt du, so anecke. Aber das gelingt mir auch nicht immer. So, da, wie gesagt, manchmal bin ich dann halt auch ein bisschen grobkörnig halt, also so ein bisschen halt brachial auf gut Deutsch, ja. Und Power ist einfach so raus, wie es mir gerade eben kommt, weißt du, so. Und dann kann es manchmal echt ein bisschen unter die Gürtellinie werden. Ne? Und dass ich dann, wie gesagt, so, ich will keinem was aufzwingen, keinem was aufdrängen oder sowas. Es ist nicht meine Intention, verstehst du? Ja, es ist mir halt, wie gesagt, so, ich bin nicht so einer, der jetzt hier halt Werbung machen will für Gott und so und keine Ahnung, was ist so. Ja, aber es ist aber ein Thema, was mich beschäftigt einfach halt, was mich einfach halt jetzt auch die letzten Monate, Wochen halt auch irgendwie ein bisschen bewegt hat und fühlen gelassen hat einfach halt, was ist so und was auch ein Stück Kindheit von mir widerspiegelt auch, weißt du, so, also wie ich halt groß geworden bin und wie man halt nach den Werten meiner Eltern, wie ich aufgewachsen bin, verstehst du, so, daran liegt mir doch schon sehr, sehr viel eigentlich im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, weißt du,
So, auch wenn ich teilweise, wie gesagt, gegen eine gewisse Erziehungsstruktur einfach bin, dass man ein Kind einfach was aufzwingt und so weiter. Ich finde halt auch, in der Erziehung gehört die Freiheit, ist ganz wichtig, weißt du, so, dass das Kind sich selbst entwickelt und nicht irgendwie, keine Ahnung, halt von wegen so, ja, hier, mach das mal jetzt so und so weiter und bla bla bla, das ist jetzt Mode und so. Und keine Ahnung, meine Eltern waren auch genug gewesen, so viele Möglichkeiten an Spielsachen hinzustellen oder ja, mal wegzugehen oder sowas, nicht nur immer ständig zu Hause zocken oder halt Spiele zu spielen zum Beispiel, das war ja auch sehr schön gewesen und so. Die ganzen Jahre über, wo man halt Gemeinschaftsspiele gespielt hat und so und ich will kann jetzt vorher schon so eine Diskussion verfolgen, auch mit der Kollegin meinte ja auch, wir leben halt in einem System, was halt vorgegeben ist und diese Illuminatis und das nicht gesehen und auch an diesen Verschwörungstheorien, an manchen Sachen ist ja wirklich auch was ist dran und so weiter, aber ich wusste nicht sehr, aber manchmal, ich finde es halt, manchmal wird es halt überdramatisiert. Das ist halt einfach so. Und ganz ehrlich, meine Seifenblase, in der ich lebe, ich fühle mich wohl. Ich musste mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Und in manchen Sachen ist es halt einfach so, muss man sich halt dem System quasi etwas einfügen. Es geht nicht anders. Wir leben in diesem System hier drin und wir können dankbar sein, dass wir zu essen haben, dass wir eine ärztliche Versorgung haben. Wie gesagt, diese Grundversorgung, die einfach halt da ist, die gewährleistet ist. Das, was unsere Eltern und Großeltern im Vorfeld hier aus Deutschland gemacht haben und aufgebaut haben. Und auch unsere türkischen Mitfreunde, insbesondere jetzt auch die Türken. Ja? Wie gesagt, das gehört, das sollte man wertzuschätzen wissen, verstehst du? Wie gesagt, ich bin auch Donald Trump, verstehst du? So, ich kann ihn irgendwie verstehen, den Menschen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich bin trotzdem nicht rechts oder so. Ich bin auch nicht links, finde ich trotzdem auch Sahra Wagenknecht Argumente. Aber wie gesagt, wenn du dir dann auch nochmal die Struktur anguckst, was die dann wieder machen wollen, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich funktioniert und so. Und die Linke waren schon stellenmäßig auch schon an der Macht gewesen, hatten Einfluss gehabt, was zu verändern und so. Und der Kollege von mir meinte vorhin auch so, es ist ja schön und gut, was die Wagenknecht erzählt, aber guck dir die ganze andere FDP-Ecke an und so weiter und bla. Und also es ist genauso mit dem Drama von der AfD, obwohl die AfD selber so sind, die Menschen von der Partei her sehr zusammengefügt, ja, und einheitlich stehen zusammen, ja, für ihre Meinung. Das hast du bei der SPD wiederum nicht und so. Ich sag nur GroKo, Alter, und wie mich das angekotzt hat letztes Jahr. Oder was Anfang des Jahres? Ja, ist auch egal. Letztes Jahr war das, glaube ich, gewesen. Alter, das ist einfach wieder, wie sich das alles dann wieder in die Länge gezogen hat, manche Sachen und so weiter. Und wie lange dann darüber debattiert worden ist und so. Und ey, das ist ein Desaster, ist das. Das ist wirklich ein Desaster, ist das. Das ist doch, wie gesagt, und dann halt, in dem System, in dem wir leben, es ist rechts angehaucht. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, ja gerade die Beamten und so weiter und was da drinnen halt alles so am Arbeiten ist und so weiter, ohne den Leuten was vor den Kopf zu werfen, weißt du, so, ich will dir nichts, weißt du, ich bin ja selber Deutscher und so und ich habe selber Verwandtschaft und so und ich habe auch Familienangehörige, die gesagt, wie gesagt, auch im Beamtenstatus auch sind und so weiter, weißt du, so und wie gesagt, es gibt solche und solche, weißt du? So, dieses halt über den Kamm scheren, das ist auch so eine Attitüde. Wie gesagt, das sollte halt nur der Friseur und du hast halt die Wahl, weißt du? So, du kannst halt gegen alles ankämpfen, was dich ankotzt, und das mache ich auch. Wenn mich was ankotzt, schreibe ich darüber. Auch das ist so Thematik und entweder wird mir Gehör geschenkt oder nicht, weißt du? So, aber wenn ich es, ja, wie gesagt, man muss es halt auch gut begründen können und das ist ganz wichtig, ja. Und ja, vieles kann ich ja auch gut schriftlich machen. Ne? Also da hat man mir auch schon viele Zusprüche und Lob gegeben und so. Ja, bin ich auch sehr dankbar. Auch wenn das hier und da vielleicht mal untergeht oder man mich mal vergisst oder so, ist ja nicht so schlimm.
Ich will einfach halt nur. Ja, manchmal bin ich auch nicht, wie gesagt, der Klügste und so. Ich habe halt auch. Bin ich der Intelligenteste? Ich habe halt viel gelernt, viel Erfahrung und so. Und habe mir halt auch viel merken können, weißt du so. Und. Hab halt, wie gesagt, ein gutes Herz. Gut, nicht ein gutes Herz, einfach halt, wie gesagt. Ich will mich auch nicht hier als der Leuchtemann hinstellen. Wie gesagt, ich habe auch Scheiße am Stecken und so weiter. Und bin mit Menschen umgegangen, und habe sie ausgenutzt und so weiter. Und also was heißt ausgenutzt? Nicht in dem Sinne ausgenutzt, aber doch im Grunde genommen auch die Situation nur genutzt und so. Und ich finde es immer auch nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, da stehe ich aber auch zu, weißt du so. Und das ist das auch, keine Ahnung. Das ist halt schwer zu erklären alles, weißt du so. Wie gesagt, das mit dieser Doppelmoral, dass man da mal reinkommt. Das ist für mich auch irgendwo normal geworden. Mein Vater meint letztens zu mir auch so: Ja, du kannst dem Danny doch nicht erzählen, er kann das nicht machen, dies nicht, aber du machst das dann selber und so. Und ich so: Ja, im Grunde genommen hast du recht, aber was wäre ich denn vor allem, wenn ich dem sage, das ist nicht in Ordnung? Wenn ich dem nicht versuche, beizubringen, ein bisschen Anstand zu haben und so weiter. Ich bin, wie gesagt, ich bin halt auch manchmal vergesslich und so weiter. Und hab manchmal baue ich dann halt Schoten oder Rätanschoten, wo man dann auch denkt, so, du bist doch krank oder sowas. Aber nein, es ist halt einfach das, was ich gerade eben denke und fühle. Und mich direkt deswegen zu verurteilen, das halte ich dann halt, wie gesagt, das hat man heute Mittag ja auch versucht gehabt. Und dann habe ich den Kandidaten auch gesagt gehabt, so, dann verpiss dich doch einfach. Ich brauch dich nicht, ich brauch so Freunde nicht. Ich brauch keinen, dass ich mehr anpasse oder sowas. Eine ehrliche Meinung ist gut, aber dann begründe es auch bitte. Und ich hätte ihn auch gefragt gehabt zu dem. Was bringt dir das denn nicht an Gott zu glauben, Alter? Verstehst du? Und das ist einfach halt die Sache so. Da kann auch keiner antworten und so. Und was kann er daran nicht beantworten? Verstehst du, was ich meine, worauf es hinausläuft? Das ist das einfach. Und das sind so diese Kleinigkeiten einfach halt, die dann wieder ins Gewicht fallen, weißt du so. Und ja. Trinke mir jetzt auch den Kaffee aus. Gardinen lasse ich zu. Ich stecke mich jetzt wieder pennen. Ich brauche Ruhe. Ich will Ruhe haben. Ich will auch, als mich nicht wieder ransitzen, Musik machen oder sowas. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und ich bin. Wie gesagt, gestern habe ich auch gepennt und so weiter. Und ich habe jetzt ein bisschen was genommen gehabt die Nacht über. Aber auch nicht viel. Wir haben auch eins zusammen geraucht und auch ein Bierchen getrunken und sogar ein Glas Wodka habe ich mitgetrunken. Obwohl ich gar nicht trinke, so in der Regel. Ich habe es schon jahrelang aufgehört. Aber mir war einfach halt jetzt auch in der Nacht. Es hat auch Spaß gemacht. War ein schöner Abend gewesen. Obwohl wir auch verschiedener Meinung waren, hat man trotzdem einfach drüber geredet und das im Raum stehen lassen. Und ich habe ihm auch gesagt, glaubst du, ich will dich nicht davon überzeugen. Wie gesagt, es ist halt nur meine Sichtweise, so, weißt du so. Und Bams einfach halt, weißt du so. Und wie gesagt, ne? So, du kannst es annehmen und kannst aber auch ignorieren. Ist deine Sache, weißt du so. Aber tut mir leid, wenn ich dich dann als dumm betitel oder sowas, weißt du so. In dem Sinne, wenn ich jetzt nochmal auf heute Mittag zurückgreife, so, ja. Was ich dann sage, ist so, ich diskutiere nicht mit dummen Menschen. Ja, natürlich provoziere ich das dann auch in dem Moment raus, weißt du so. Weil ich mir denke, so, du Arschloch, Alter. Weißt du so, was drückst du mir jetzt deine Meinung auf, Alter, in meinem Kommentar, Alter. Was soll das, weißt du so. Hab ich mich dann auch keinen Bock drauf, weißt du. Aber wie gesagt, ich bin halt auch, an manchen Tagen komme ich darauf klar, dann kann ich auch drüber noch locker und nett reden und so. Ich habe auch manchen Tagen, da komme ich darauf nicht klar. Und dann krass ja auch von mir der Packung oder so, weißt du so. Und ja. Ich musste damit auch lernen, umzugehen. Ich bin hier im Pott aufgewachsen, verstehst du? Auf dem Bau und so habe ich gelernt und so. Und nur der ist nur grob, Alter. Irgendwann hast du dich dran gewöhnt, weißt du, ist halt so. Dann finde ich es aber auch gut, weil letztendlich bin ich nicht so ein verweichliches Weichei, wie manche andere, oder wie ich manchmal vielleicht auch so rüberkomme oder sowas, wenn ich Gefühle zeige, weißt du. Ja, so irgendwie, das macht mich auch wieder ein bisschen ja, stolz, auch ein bisschen, weißt du, so, oder zufrieden, ausgeglichen auf jeden Fall, weißt du. Naja, aber ich wünsche euch einen schönen startenden Tag, macht was draus, wenn ihr könnt, und. Danke fürs Zuhören. Ciao.